Atome im Blitzlichtgewitter, Filmen in der Nanowelt, Hologramme von Molekülen, Sternenmaterie im Röntgenlicht. Eine wachsende Zahl naturwissenschaftlicher und industrieller Experimente verlangt nach Röntgenlicht von extrem hoher Intensität und Qualität. Bei FLASH, dem freie Elektronenlaser in Hamburg, nutzen Wissenschaftler aus aller Welt solch ein brillantes Licht für neuartige Untersuchungen. Es entsteht mit Hilfe von Elektronenpaketen, die zuerst einen Beschleuniger durchlaufen und dann in einer Magnetanordnung Licht abgeben. Am Anfang eines freie Elektronenlasers muss dazu allerdings eine hochwertige Elektronenquelle stehen. Entwickelt und optimiert werden diese Elektronenquellen bei PITZ, dem Fotoinjektor-Teststand in Zeuthen, DESIs Standort in Brandenburg. Das Herzstück von PITZ ist ein Hohlkörper aus Kupfer, ein sogenannter Hohlraumresonator. Er ist hier von zwei blauen Magnetspulen umgeben. Das ist die Elektronenquelle. Für die Produktion der Elektronen wird der photoelektrische Effekt ausgenutzt. Ultraviolette Laserblitze treffen auf eine Photokathode. Jeder Blitz löst in einem Millionstel einer Millionstel Sekunde ein Paket von Milliarden Elektronen aus der Kathode. Jedes Elektronenpaket wird sofort von einem hochfrequenten elektrischen Feld beschleunigt. Schon nach wenigen Millimetern haben die Elektronen fast Lichtgeschwindigkeit erreicht. Die gleichgeladenen Elektronen stoßen sich gegenseitig ab. Um ein zu weites Auseinanderdriften zu verhindern, werden die Elektronen sehr stark beschleunigt. Außerdem bündelt ein Magnetfeld die Elektronen zu einem dichten Paket. Erzeugt wird es von den beiden Magnetspulen, die die Elektronenquelle umgeben. Auf diese Weise werden mehrere tausendmal in der Sekunde die ultravioletten Laserblitze in dicht gepackte Elektronenbündel umgewandelt. Die beschleunigten Elektronen verlassen schließlich auf weitgehend parallelen Bahnen die Elektronenquelle. Entlang des Strahlrohres werden die Elektronenpakete dann vermessen, zum Beispiel ihre zeitliche Länge, die räumliche Ausdehnung und die Energieverteilung. Je besser diese Eigenschaften optimiert werden können, desto intensiver ist das Licht, das die Elektronen später abgeben. Bei PITZ wird dabei auf ein konkretes Ziel hingearbeitet. Die Elektronenquelle soll im zukünftigen Röntgenlaser European XFEL am DESI-Standort in Hamburg eingesetzt werden. Mit seinen hochintensiven Röntgenblitzen lassen sich dann zum Beispiel Filme in atomarer Auflösung drehen. Um diesen hohen Anforderungen zu genügen, geben die beteiligten Physiker, Ingenieure und Techniker bei PITZ ihr Bestes.